Ja, wir sind wieder auf Lagunas Hacker. Ja, eigentlich habe ich gerade gar nicht so Lust auf dieses Rennen oder beziehungsweise auf diese Strecke. Auf dem Rennen schon, auf die Strecke nicht. Weil das letzte Mal, als wir da waren, war es ja nicht so schön. Da bin ich ja nicht so überragend gefahren. Ja, wir schauen in die Mods einmal rein. Kann ich irgendwas... ja, Windschatten und so. Ich mache einfach wieder irgendeinen komischen Boost rein, oder? Oder ich mache mal das hier. Oder ich mache eine verbesserte Startposition. Weil das ja auch, ja, ich weiß nicht. Slash mal war es ein bisschen komisch. Ich denke mal, jetzt mache ich alle voll fertig oder so. Oder ich verkacke es total, weil ich gesagt habe, ich mache alle voll fertig. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, das letzte Mal, wo wir hier waren, haben wir ein bisschen verkackt. Ich glaube sogar, habe ich nicht sogar dreimal probiert oder so. Und wetten, jetzt gehe ich voll ab, weil ich jetzt auch nur die Startposition hier reingenommen habe. So, ja, toll, aber ich werde erstmal überholt. Gehe erstmal mit Absicht auch ein bisschen vom Gas. Ich gehe vom Gas, weißt du, fahr dem hinten rein. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Hier war es ja auch wieder ein bisschen... Oh, da hängt einer. Oh, hier einmal schön nach außen. Guck mal, zwei Ford GTs von der älteren Variante hier vor mir. Hier die zwei blauen. Oh, zur Seite. Hat man gar keinen Platz. Wenn ich bremse mich so langsam, weißt du, wenn ich Gas gebe, dann fahre ich irgendwo rein. Richtig nicht genial. Aber sowas von gar nicht. So, jetzt endlich mal hier ein bisschen Platz haben, dass man auch mal ein bisschen wirklich mal so fahren kann, wie man will. Gibt's ja gar nicht. Wir fahren 5 Runden. Auch erst jetzt gerade gesehen. Achte da teilweise gar nicht drauf, als erst so irgendwie so nach ein, zwei Runden teilweise so, wie viele Runden muss ich überhaupt fahren auf der Strecke? So, ein Ferrari vor mir. Der ein bisschen abkotzt, die Sau! Gibt's doch nicht. So bin ich auch Platz 4 geworden. Manchmal, in anderen Rennen. Aber egal. Das ist schon eine andere Sache. So, hier vorne haben wir einen McLaren. Ich glaube, der... Na, oh, was bremst du? Ja, geh in die Box rein, du behinderte Schale. Gibt's ja nicht. So ein kleines Sackgesicht. Na, hat mich der eine auch wieder hier überholt. Er hat mich wiederholt. Wie? Wiederholt? Schon wieder? Ist das Platz 1? So, oh, er war ein bisschen zu schnell, aber ich habe gerade auch wieder ein bisschen Gas gegeben und bin... wieder nahe an die äußere Linie gekommen. Was ist mit meinem Deutsch heute? Na, oh, ich fahre auch ein bisschen blöd natürlich. So gewinnt man natürlich kein Rennen. Guck mal, ich bin immer Platz 3, dann wieder Platz 4, dann wieder Platz 3, wieder Platz 4. Richtig seltsam. Und ja. Einen Platz sollte ich ja mindestens noch machen, aber wir haben noch ein paar Runden. Aber, oh, weißt du, und dann... Ey, das geht mir ehrlich auf den Sack. Aus der Kurve raus bremst der. Da, wo jeder normale Mensch wieder anfängt Gas zu geben, jetzt bremst er. Doch, jetzt bremst er. ja, aber Platz 1 und 2 haben halt auch noch ein bisschen Vorsprung. Ich weiß, erstmal sollte ich den hier bekommen. Und dann sehe ich hier 200 und 350 Meter einmal. Aber ja. So, oh, das war aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen komisch gefahren. Was mich gerade noch so ein bisschen wundert, obwohl ich schon so viele Crashes hatte, meine beiden Spiegel sind noch dran. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Ansonsten habe ich immer ziemlich schnell weg oder so, aber jetzt sind noch beide dran. Was zur Hölle war das? Ich habe so früh gebremst und war viel zu schnell. Okay, ich bin auch viel gerutscht, da ist mit dem Bremsen natürlich dann ein bisschen schlecht und so. Oh, guck mal, der sieht aber... Ja, okay, es steht draußen... Okay, 150 Meter, aber es sah relativ nah aus eigentlich. So, einmal wieder in diese Kurve. So, was fahrt denn vor mir rum? Ich sehe es gar nicht.
Bisschen zu klein, bisschen zu weit weg. Erkennst gerade wirklich komplett gar nicht. Hinter mir geht's so. Oh je. Was habe ich da gerade gesehen? Einen Moment mal. Hoho. Okay. Der sieht ja nicht mehr neu aus, von vorne gesehen. Ach ja, zu dem Kommentar im letzten Video. Ich habe einen Ford GT damals geschenkt bekommen. Ja, ich weiß. Jetzt weiß ich es wieder. Eingefallen durch den Kommentar. Und ich habe ja jetzt den hier gekauft. Das ist halt, also das heißt, ich habe jetzt zwei. Danke für die Info. Aber dazu muss ich nur eins sagen. Ich habe halt das Geld. Nee, verdammt, ey. Das ist mir ehrlich nicht aufgefallen. Und ich habe da auch ehrlich gerade nicht dran gedacht, weil ich ja dann in der Rubrik war, Auto kaufen. Und dann habe ich mich ja von den Ford GT entschieden und dann habe ich gar nicht mehr dran gedacht, zurückzugehen und den Ford GT zu nehmen, den ich eigentlich schon habe. Und jetzt habe ich halt zwei. Ja, weil ich es halt einfach kann und so viel Kohle habe. In dem Spiel. In echt nicht. Oh, Achtung. Hallo? Ui. Alter, jetzt aber. Was war das zur Hölle? Wieso schiebt es mich so weg? Wieso zur Hölle schiebt es mich weg? Ja, und der Platz 1 hat er schon ein bisschen extrem, gell? Der hat hier richtig mächtig Vorsprung gerade. Hey, in dieser Kurve. Da sind immer die gelben Pfeile, dann gebe ich ganz kurz Gas und dann darf man das nicht machen. Das Gas geben an sich. Aber ich mach's in jeder Runde immer wieder. Immer wieder dasselbe hier mit dem Fuzzi. Der lernt einfach nichts dazu. Hast du überhaupt gelernt? Nein, habe ich nicht. Wobei ich vielleicht so ein bisschen an Platz 1 rankomme. Wobei ich halt auch nur noch die und die nächste Runde habe. Ja, da dann 350 Meter ist dann schon ein bisschen happig. Vor allem, wenn wir hier Sand im, keine Ahnung, Getriebe haben und so, im Auto. Keine Ahnung, wo das überall reingekrochen ist. Das ist nicht meine Fahrweise oder so, das ist Sand im Auto. Das tut ein bisschen stören. So Lenkung ein bisschen und Gas geben und bremsen und so. So, 300 Meter und der ist schon um die Kurve rum, oh je. So, nein, mein Lenkspoiler ist reingefahren. Komm wieder raus. Ja, so langsam bin ich auch gar nicht gefahren. Okay, vielleicht bei der Kurve kurz, aber ansonsten. So. Ja, da bin ich ein bisschen viel gerutscht, gell. Ja, Platz 1 kriege ich eh nicht mehr. Platz 2 bin ich noch, also brauche ich auch nicht zurückspulen. Eigentlich gerade egal. Das ist ja dann nicht so. Nein, ich wollte nach hinten schauen und ich drücke die falsche Taste. Wieso drücke ich auf Y zum nach hinten schauen? Ich kann es gerade ehrlich nicht erklären. Ich wollte nur nach hinten schauen. Aber wieso ich jetzt auf Zurückspulen gedrückt habe? Irgendwo, keine Ahnung, in welchem Spiel musste ich auf die Taste drücken zum Zurückschauen? Dass ich es irgendwie verwechselt habe, aber ich habe ich zurzeit doch kein Spiel. Keine Ahnung. Oh. Schon wieder! Ich denk grad dran, dass ich es falsch gemacht habe vorher und ich drück's schon wieder. Das gibt's doch nicht. Wieso? Mein Daumen liegt so auf der Tasche. Ich denk so, oh, jetzt muss ich zurückschauen. Zack, Daumen. Befehl gegeben, gedrückt. Ich denk nur so, hä? Wieso drück ich da jetzt? Oh Mann, oh Mann. Ja, gar nicht peinlich. Aber egal. Kann ja mal passieren. Betonung auf kann ja mal einmal passieren. Nein, es kann nicht einmal passieren. Es kann auch zweimal passieren. Und ich habe hier was im Hals. Mir ist ja ein bisschen erkältet, bin ich. Und ja. Ich möchte jetzt darauf nicht weiter drauf eingehen, was da gerade war, aber egal.
Die Stimme versagt. Gar nicht gut als Let's Player. So, Platz 2, okay. Ich hab's gedacht, eigentlich so Anfang, Mitte des Rennens sogar nur Platz 3, wenn dann überhaupt. Aber okay. Guck mal, von hinten sieht er noch aus wie neu. Von vorne, oh je. Kann ich das Bild irgendwie so drehen, dass er wieder von hinten sieht? Naja, egal. So, hier brauchen wir noch ein bisschen. Vermutlich noch 2 Rennen. Hier genau geschafft auf die Stufe 2. Da haben wir es endlich! Ich habe es mir schon irgendwann mal gedacht, schon seit längerem. Gibt es überhaupt noch das Bowling im 6er? Ja, es gibt's! Okay, dann werden wir das als nächstes tun.